Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stellaris Vortechnokratie. Der Krieg gegen die Dwemer und gegen die New Technology discovered. Kamarien ist in vollen Gange. Wir konnten noch nicht ganz so viel machen, was das anging. Weil wir eine größere Schlacht gegen die Dwemer geschlagen haben. Ich meine, die Kamarien sind besiegt, da braucht man sich nichts vormachen und ja, da passiert nicht mehr viel. Aber die Dwemer halt nicht. Und wir wollen unser Protektorat weiterhin beschützen. Es ist aber ziemlich schwer, weil die nach und nach hier unten alles besetzen. Und das wollen wir verhindern. Und das müsste diesmal auch verhinderbar sein, weil wir schon einen Großteil ihrer Flotte vernichten schlagen konnten. Ja. Aber erstmal hierzu mit Durastal versetzte Legierung. Da habe ich gerade richtig Lust zu. Machen wir auch. Oder, nein, ich habe dazu noch viel... Nee, ich will das machen, weil wir wollen ja exponentiell wachsen. Indem wir veraltete Keramik-Metallausrüstung durch modernisierte Technologie ersetzen, können wir unsere Schmieden heißer und länger laufen lassen und so die Produktion steigern. Hört sich gut an. 10% mehr davon kann man machen. Es dürfte sogar ziemlich schnell durch sein. Nach 15 Monate nicht der Rede wert. Einfluss möchte ich gerade mal sparen, weil wir nach diesem Krieg... ich kenne... Das Eltor schon. Und das sind schöne Planeten, die wir besitzen wollen. Und ja, nach diesem Krieg wollen wir uns dort breit machen. Unsere Flotte müsste ja fast da sein. Ich will aber mal kurz schauen. Ja, pass mal auf. Nein, du gehst erstmal noch hier hin. Oh nein. Ich weiß gerade nicht. Können wir schon diesen Sprungantrieb überall jetzt einbauen? Ja, hier können wir ihn ebenfalls einbauen. Hier müssen wir ihn nicht. Hier können wir ihn jetzt hier einbauen. Hier können wir ihn auch einbauen. Hier noch nicht. Ultaras hatten schon. Das bedeutet, wir müssen jetzt eigentlich nur noch diese für ein paar 60 Tage warten. Denk mal, das ist verkraftbar. In der Zeit gehst du dich mal erweitern. Ja, und dann haben wir nämlich noch schnellere Antriebe. Das ist definitiv machbar und das ist auch definitiv gut für uns. Wir haben eine 55k Flotte. Das ist schon echt heftig. Naja gut, wir gehen auch stark ins Endgame zu. Ich meine, wir haben fast 200 Jahre Stellaris hinter uns. Yay! Und das noch so wenig Folgen? Hm, schon nicht schlecht. Aber geht's ja straff voran. Flüchtige Teilchen mangelt es uns wieder. Das heißt, wir verkaufen wieder Antimaterie und kaufen uns wieder flüchtige Teilchen. Ein Beschluss wurde abgelehnt. Ratsgröße auf 4 ändern. Ja, das will ich nämlich haben. Oh, wir sind wieder bei 11.000. Haben wir aber jemanden hier vollkommen übertrieben. Technology discovered. Geholt. Oh, Sozialforschung ist erweitert. Oh, eine Ressortwelt. Das war natürlich geil. Wollen wir das machen? Oh, warum nicht? Durch sorgfältiges Studium der Landschaftsgestaltung, Klimatisierung und der Wissenschaft des Spaßes kann der Bau ganzer Freizeitwelten ermöglicht werden. Ja, komm, machen wir. Warum eigentlich nicht? Ich meine, selbst die War können wir doch mal ein bisschen ausspannen. Okay. Upgraded. Wir können jetzt... glaube ich. Wo haben wir es? Also, irgendein Schiff von uns war doch noch nicht ganz auf der Höhe der Zeit. Bis welches? Weiß ich nicht mehr. Hm. Doof. Okay. Ist egal. Hier wollte ich noch was machen. Ich wollte 20 Korvetten hinzufügen. Und zwar 20 Wachschiffe. 20 Wachschiffe. Und ich würde sagen, wir erweitern das auch sofort. Ihr baut es hier echt? Hätte ich jetzt nicht gedacht. 1. Stark. Wann seid ihr da? 70? Ja, nicht lange hin. Okay, ist in Ordnung. Weiter.
Kann doch gut sein. Wir brauchen mehr Legierungen. 14, ja, viel brauchen wir nicht mehr. Schaut mal. Immer mehr. Wir brauchen mehr Schiffe. Noch zweimal. Dann haben wir es eigentlich. Ach, guck mal. 60.000 Flotte. Ich bin hier schon ein bisschen stolz drauf, ne? Diese ganz kleinen Schiffe. Man sieht die gar nicht mehr an unserer riesigen. Im Gegensatz zu diesen großen Dingern sieht man die einfach nicht mehr. 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 Ja, ihr müsstet auch gleich kommen. Nächsten Monat seid ihr da. Ja, und dann haben wir es. 19. Dringlichkeit. Ist das das moderate Militärsanktion? Ja, komm, das unterstützen wir mal. Jetzt warten wir bloß noch auf die Bummelets. Na, die sind gleich da. Nur noch ein paar Tage. Ihr könnt euch neu sammeln. Okay, ihr seid da. Schön. Und danach springen wir ins Wurmloch. Okay. Okay. New technology discovered. Okay, und diese Flotte ist jetzt soweit, dass wir hier unten stänkern können. Und zwar massiv. Okay, die Ressortwelten haben wir gemacht. Bewohnbarkeit plus 5%. Die Standbasenkapazität könnten wir durchaus jetzt gebrauchen, weil wir ja noch ein paar Flottenstützpunkte brauchen. Und machen wir das auch. Wir müssen den Mut haben, unser Schicksal am Schopf zu packen und das wahr werden zu lassen, was schon immer sein sollte. Reduziert die Kriegsforderungskosten für Planeten abtreten. Ja, mach mal immer so. So, unsere Flotte ist hochmodern und wir sind bereit. Wie alt ist denn die Gute jetzt eigentlich? 165 Jahre. Ich glaube nicht, dass die noch sterbt. Sterbt. So, das dürfte jetzt ja nicht weiter passieren. Wir durften Schildschaden haben wir gekriegt. Okay. Tja, und räumen wir das System jetzt mal von hinten auf. Und ich glaube, euch passt das rein gar nicht, dass wir wieder da sind. Und es hat nur ein paar Jährchen gedauert, aber wir sind wieder da. Schön. Unsere Armee könnten wir mal gebrauchen, sehe ich gerade. Armee. Alle entsenden. Apropos, wie schaut das eigentlich bei euch hier unten aus? Keine Armee. Dann landet mal auf der Welt. Ja, kommt. Seid schneller. Armee landen. New technology discovered. Schön, das haben wir gemacht. Trefferpunkte könnten wir erhöhen. Ich würde sagen, die Rumpfstärke der Schlachtschiffe erhöhen wir nochmal. Die neueste Generation von Schlachtschiffrümpfen hat optimale Integrationsfedern und verbesserte Schotte. Ja, machen wir. Und jetzt müssten wir danach eigentlich im nächsten Monat commencing planetary invasion. Müssten wir jetzt nochmal erheblich mehr bekommen. Ja, gut, erheblich mehr ist relativ. 131 Jahre. Wo werden alt? Gar keine Frage. Okay, wie schaut denn das jetzt hier aus? Seid ihr repariert? Dann repariert mal ganz kurz unsere Flotte durch. Ist nicht viel. Ein paar Kratzer neu lackieren. Archimitter sind auch. Fokussierte Archimitter können wir machen. Ja, warum nicht? Die verbesserten Armeter sind mit noch besseren Fokuslinsen ausgestattet, was zu noch stärkerer Energieladung führt. Machen wir. Seid ihr durch? Jupp. Ihr seid repariert. Das ist natürlich jetzt doof. Wir müssen das hier alles einnehmen. Machen wir auch. Aber begebt euch erstmal hier hin. Das dauert wahrscheinlich noch eine ganze Weile, ehe unsere Armee da ist. Ja, dauert noch eine Weile. Habe ich euch schon befohlen? Ihr könnt doch hier landen. Das sollte ja kein Problem darstellen. Macht das mal. Und ihr habt die Station eingenommen. Das heißt, wir rushen jetzt mal kurz hier durch. Und nehmen alles Mögliche ein.
Was ist denn das hier eigentlich? Die Infinity-Maschine? Okay. Ja, das sollte jetzt schnell gehen. Wir luchsen den Idioten jetzt hier alles wieder ab. Ihr lasst euch aber nicht aufhalten, ne? Pass mal auf, wir machen das jetzt mal ein bisschen anders. Und werden uns jetzt hier zur Heimatwelt begeben, um die dort ein bisschen zu beschützen. Tradition verfügbar. Das Streben nach Profit oder das hier. Wollen wir das hier nehmen? Büroangestellte. Statt des Trickstellen zusätzlich einen Büroangestelltenjob zur Verfügung. Da könnten wir. Ja, warum nicht? Bewohner, Ressourcenproduktion, Spezialisten um 5% erhöht ist natürlich auch nicht schlecht. Pass auf, wir machen erstmal das. Das Streben nach Profit in einen zentralen Grundsatz und Gesellschaft geworden. Erfolgreiche Unternehmen werden bewundert und das Ansammeln von Energiecredits wird als extrem lohnenswert angesehen. Okay, machen wir. Verfügbare. Ja, wir haben einen verfügbaren Aufstiegsslot. Es ist mir bewusst. Aber ich warte auf galaktische Wunder, meine Freunde. Ich warte auf galaktische Wunder. Dann können wir über den Rest mal quatschen. Aber so noch nicht. Ihr seid gleich da. Wunderbar. Ja, und ihr arbeitet euch jetzt hier langsam aber sicher durch. Langsam und stetig. Langsam und stetig. Oh, hier ist ganz schön viel. Naja, aber es müssten unsere Leute ja eigentlich schaffen. Ja, ihr schafft das schon. Hab ich in der letzten Folge einen Screenshot gemacht? Ich weiß schon wieder gar nicht mehr. Aber an der müssen wir noch einen machen. Und den kann ich ja nicht aufhören. Uha. Planetary invasion successful. Supidubi. Planetary invasion is successful. Ja, machen wir das so, weil das sieht eigentlich ziemlich... ja, das sieht ziemlich cool aus. So, ja, das symbolisiert natürlich alles Mögliche. Und zwar das da, also dass wir hier gelandet haben und unsere Verbündeten unterstützen. Zeigt das noch auf. Ah, da haben wir wieder unseren Screenshot. Ah, das wird heute noch eine Menge Arbeit für mich. Schneiden. Thumbnails machen. Das dauert noch lange. Ja, pass mal auf, wir werden jetzt diese Flotte hier jagen, weil entkommen können die uns eh nicht mehr. Wir sind nämlich auf der Linie, die nicht verlassen können. Oh, hier oben kommt eine neue Flotte von denen. Okay. Die Invasion läuft. Wir haben zwar einmal jemanden zurückziehen müssen, aber das ist nicht so schlimm. Die haben... Hier ist immer noch ein Planet besetzt. Offen. Echt? Wieso das denn? Armee landen? Ja, machen wir auch. New technology discovered. Oh. Flüchtlinge sind angekommen. Warte mal, welche Flüchtlinge denn? Nochmal. Mirovandia, die aus Next Grid fliehen, sind aus Terra Nova angekommen oder auf Terra Nova. Oh, was war das jetzt? Was haben wir übersprungen? Stammbasenkapazität plus 2 haben wir jetzt. Super. Ermöglicht den Abbau von Zro. Ja, warum nicht? Das könnten wir schon gebrauchen. Für extrem seltenes Aerosol aus exotischen Partikeln gibt es durch Metalleneinschläge hervorragende Vorkommen. Ja, das ist gut. Doch der eigentliche Ursprung ist unbekannt. Wenn Zro vom psionisch begabten Individuen eingeatmet wird, wirkt es wie eine äußerst starke Droge, welche die Psi-Fähigkeiten verstärkt. Ja, komm. Lass uns Drogen abbauen. Und schaut mal. Wir greifen die Flotte an.
Das wäre natürlich auch nicht. Es wäre natürlich ein geileres Screenshot. Wenn wir warten, bis unser... ja, er lädt auf. Komm. Ja. Oh ja. Ey. Pause. Das wird ein guter Screenshot. Schaut mal hier an. Oh ja, der ist geil. Da haben wir einen viel besseren für die Folge gefunden. Ah, der Trieg vor allem, der Krieg gegen die Tremor. Planetary invasion successful. Oh, successful, sagst du? Wunderbar. Ein bisschen was verloren, aber man kann halt nicht alles haben. Oh, wie viele Planeten die einfach nur haben. Das ist ja unglaublich. Nein, hier gehen wir nicht hin. Halt, stopp. Bleib du mal kurz hier. Das ist eine bessere Idee. Oh. Nein, komm doch hierher. Die Fraen kommen uns zu Hilfe. Toll. Die Fraen waren... Die hier. Die wollen ihr System zurückerobern. Oh, eine Flotte der Fraen greift an. Sehr schön. Ja, dann unterstützen wir die dann doch definitiv damit. Tja, damit haben die Tremor nicht gerechnet. Schön. Wir werden auf jeden Fall dieses System jetzt hier mit dem L-Tor einnehmen. Das sehe ich als sehr sinnvoll an. Mesh Ben werden wie wir und ihr landet jetzt auf diesem Planeten. Oha, auch wenn hier viele sind, aber wir schaffen das schon. Auf zum Sieg, Freunde. Auf zum Sieg. Aber wir haben immer noch Titanen auf unserer Seite. Oh yeah. Das läuft. Das läuft wie geschnitten Brot. Ja. Die Frontlinie. Oh ja, unsere Titanen sind voll im Einsatz. We have seized an enemy world. Also wie ist das gehört? Wir lassen unsere Truppen mal ganz kurz erholen, aber ich glaube, wir werden gleich den nächsten Feind attackieren. Armee. Commencing planetary invasion. Der Kampf könnte etwas härter werden, weil hier sind die Tremor, die Garnisonstruppen der Tremor sehr gut aufgestellt. Ja, wir haben einmal Robotertruppen, noch mehr Robotertruppen, die sich bei uns zurückziehen. Aber nein, wir schaffen es. Sind ziemlich gut. Das Zoo können wir jetzt abbauen. Mal gucken, was wollen wir jetzt machen? Wir könnten ja hier ein globales Verteidigungssystem machen. Wir lassen mal die zwei Forschungen noch durchlaufen und danach müssen wir schon wieder die Folge beenden. Es läuft schon wieder richtig gut durch. Schön. Die Mesh-Ben werden weiterhin cool drauf sein. Wie läuft es mit unserer Flotte hier? Auch nicht schlecht. Hier sind es bloß die Truppen, die noch fehlen. Was fehlt jetzt hier eigentlich noch? Ja, hier ist noch ein Planet. Den müssen wir auch erobern. Mensch. Es kommt mir so vor, als hätten wir das alles schon gemacht. Tja. Ich glaube, da haben sich die Tremor etwas übernommen, ne? Haben sie sich. Das relative Maß an Kriegsmüdigkeit. Guckt mal hier, die Weltraumschlacht mal 25% plus. Dann das war diese heftig, riesig große Weltraumschlacht. 33%. Hier nochmal 15% im Plus. Ja, da hatten sie wirklich verloren bei der einen. Da haben wir zwar auch gut verloren, aber wir haben uns ja wieder richtig hochgerappelt. Gut, das wird weitergemacht. Okay, wir haben die beiden Technologien erforscht. Da gucken wir nochmal, was wir danach erforschen könnten. Tja, machen wir das mit den Nahrungsverarbeitungszentren. Neue Kryokonservierungs- und Proteinrequenzierungsmethoden werden die Lebensmittelverarbeitung wesentlich effizienter machen. Genau.
Und was machen wir hier? Tja, würde sagen, die Schaden der Energiewaffen, das kann selbst nicht schaden. Ja, das ist ganz richtig. Die Perfektionierung der Kadenz von Laserwaffen ist eine Aufgabe, die die Maschinenbau-Elite jedes Planeten jahrhundertelang intensiv beschäftigen würde. Machen wir. Ja, meine Freunde. Das war es aber schon wieder mit dieser Folge. Ich habe eine kleine Aufnahmesession gemacht. Ich wollte gar keine Stunde aufnehmen, aber es ist schon wieder eine Stunde geworden. Naja, was soll's, ist halt so. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl, euer Burggamer. Ciao!